In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Tempo gespielt. Von hinten beginnen, dass wir den Ball schnell laufen gelassen haben und versucht haben, auch immer wieder die erste oder zweite Reihe von den Russen zu überspielen. Also irgendwie eine Dynamik aufzubauen von hinten raus. Und was das wichtige Thema war, jetzt die letzten ein, zwei Tage mit unseren Offensivspielern, das war einfach auch diese Dynamik im letzten Drittel aufrechterhalten mit Laufwegen in die Tiefe. Und das hat in der ersten Halbzeit sehr gut geklappt. Wir haben ein paar gute Angriffe gehabt und zwei der drei Tore waren wirklich in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut rausgespielt, weil offene Stellung vorhanden war, Spiel nach vorne eben auch dann fortgesetzt worden ist und weil es einfach auch gute Laufwege gab, die dem Passgeber dann einfach auch mehrere Möglichkeiten offengelegt haben. Und von daher war es eine sehr gute erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir sicherlich jetzt nicht mehr das Tempo. Wir hatten auch nicht mehr diese Raumaufteilung und diese Tiefe und Breite in unserem Spiel. Von daher war das Tempo ein bisschen weg, aber das muss man natürlich dann auch den jungen Spielern ein bisschen zugestehen, dass halt noch nicht immer so über 90 Minuten diese Konsequenz vorhanden sein kann. Aber in der Halbzeit war das Spiel eigentlich dann auch so entschieden. Wir hatten schon auch die Sache eigentlich in der ersten Halbzeit klar gemacht. Jonas Hector hat einen richtigen Schlag erwischt auf dem Knöchel, also ein bisschen eine Schwellung im Knöchel und eine offene Schürfwunde. Die erste Diagnose von unseren Ärzten war jetzt, dass es eigentlich nichts ganz Dramatisches ist. Also die Bänder sind irgendwie in Ordnung, Syndesmoseband, so scheint es auch, und gebrochen ist auch nichts. Also eine starke Prellung, muss man mal sehen, wie sie sich jetzt über Nacht entwickelt und wie es die nächsten Tage aussieht. Aber es sieht nicht jetzt nach einer längeren Pause aus. Gestern habe ich gesagt, Erkenntnisse sind vielleicht wichtiger als das Ergebnis. Die letzten 2 Tage, gestern im Training nochmals, gestern in der Sitzung, heute in verschiedenen Sitzungen mit den offensiven Spielern, war mal einfach das wichtige Thema, das, was man eigentlich, jetzt mal Frankreich-Spiel ein bisschen ausgenommen, die letzten Spiele davor einfach vermissen ließen, das war einfach auch in die Tiefe reingehen, in Laufwege machen, Räume schaffen auch für andere. Und das war das wichtige Thema und das wollte ich heute jetzt auch nach nur 2 Trainingseinheiten, was ja manchmal auch nicht so viel ist, einfach auch sehen. Deswegen haben wir daran gearbeitet, wie spielen wir hinten raus, wie können wir den Gegner überspielen und wie können wir einfach auch in die Tiefe gehen und im letzten Drittel einfach wieder mal auch gefährlich sein. Und auf der anderen Seite wollte ich einfach auch von unseren offensiven Spielern wieder mal einen gewissen Killerinstinkt sehen, dass man diese Gier mitbringen, weil wenn man jetzt das Spiel gegen Frankreich nimmt, gegen den Weltmeister, haben wir uns auch einige Chancen erarbeitet. Wir hätten können das zweite, dritte machen, machen es nicht. Und dann gibt man manchmal so ein Spiel wieder irgendwie aus der Hand. Und deswegen war es wichtig, dass wir auch die Chancen, die wir haben, nutzen. Die waren klasse rausgespielt, aber sind auch gut in Tore umgemünzt worden. Und das ist halt dann auch manchmal der Schlüssel. Ja, nutze ich meine Chancen, dann bin ich im Vorteil. Und das war schon als auch praktisch das Dauerthema die letzten 2 Tage. Seine Entwicklung ist gut. Für 19 Jahre ist er wirklich auch sehr, sehr weit und sehr, sehr abgeklärt wirkt er ja, weil er einfach eine gute Ballbehandlung hat und eine gute Übersicht, auch eine gute Orientierungsfähigkeit. Wo ist der Mitspieler? Wo ist der Gegner? Wo sind freie Räume? Wenn man das dritte Tor sieht, wie er den Ball nach vorne mitnimmt. Genau das ist eben auch eine große Qualität, zu sehen, wer ist hinter mir? Niemand. Also Ball nach vorne mitnehmen und dann in die Tiefe reinspielen, das ist schon gut. Und so wie er sich jetzt präsentiert hat, er war jetzt im Oktober nicht dabei, aber im September und jetzt auch im Training, in den wenigen Trainingseinheiten, ja, muss man sagen, dass es schon auffällig gut ist für 19 und dass er weit ist in seiner Entwicklung. Und natürlich kann man sich gut vorstellen, dass der in Zukunft, in den nächsten Jahren, eine wichtige Position einnimmt und eine Schlüsselrolle spielen kann bei der Nationalmannschaft, weil er ist einfach auch schon für 19 außergewöhnlich gut.
Für Folgewetter muss natürlich, Pläne gibt es jetzt noch keine. Klar, wir hoffen natürlich, dass Frankreich jetzt dort ein gutes Spiel macht und dass sie mit der notwendigen Konzentration zu Werke gehen. Klar, Frankreich kann ja auch immer noch nur Zweiter werden in der Gruppe. Wenn Holland beide Spiele gewinnt, dann ist vielleicht Holland qualifiziert für die Nation, für die Final Four. Also von daher gehen wir davon aus, dass Frankreich dort das Spiel positiv gestalten will. Also von daher müssen wir abwarten, einfach mal. Wir haben es jetzt nicht mehr alleine in der Hand. Sollte Frankreich gewinnen oder unentschieden spielen, dann haben wir noch eine Chance, klar. Aber müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie das Ergebnis morgen sein wird. Serge Gnabry, finde ich, hat die beiden Spiele wirklich auch klasse gemacht. Vorne drin in der Spitze, weil er einfach auch sehr beweglich ist, weil er am Ball gut ist, weil er den Ball gut verarbeiten kann. Er kann den Ball halten, kann andere Spieler einsetzen und er macht einfach auch gute Laufwege. Grundsätzlich kommt er ja auch so ein bisschen aus der Halbposition oder von der Seite, aber bei uns ist er momentan eigentlich vorne drin der Spieler, der das am besten umsetzt und die beiden Spiele jetzt in Frankreich und auch heute war von ihm klasse, wie er das dritte Tor macht. Das war echt überragend. Also direkt den Ball mit dem vielleicht ein bisschen schlechteren Fuß so reinschlenze, das war schon große Klasse. Und er macht es im Moment vorne im Zentrum sehr, sehr gut. Das weiß ich nicht. Marco Reus da, Julian Brandt, Thomas Müller können diese Positionen spielen. Jetzt mal sehen. Die drei haben es heute überwiegend sehr, sehr gut gemacht, haben auch defensiv gut mitgearbeitet. Auch Leroy und Timo Werner haben defensiv gut gearbeitet, sind manchmal auch in vollem Tempo nach hinten, haben nach vorne gute Laufwege gemacht. Also das war schon gut. Aber auf diesen drei Positionen vorne ist Marco Reus zum Beispiel noch da und muss man mal sehen, wie es bei Marco jetzt dann aussieht, morgen oder übermorgen, wie er trainieren kann, wie man ihn belasten kann. Ja. Und dann müssen wir vielleicht am Sonntag entscheiden, ist möglich oder nicht möglich.